I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive. But I'm so fucking cute. Friends, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. Und ich glaube, der Titel verrät schon, es ist wieder soweit. Ich hatte Geburtstag. Übermorgen findet meine Party statt. Ich habe an meinem Geburtstag nichts krass Besonderes gemacht. Ich hatte nämlich unter der Woche Geburtstag. Ich war abends einfach nur in einer ganz kleinen Runde was essen in Düsseldorf. Ganz entspannt meinen Geburtstag dort zelebriert. Wir haben was gegessen, ein paar nice Drinks gehabt. Aber jetzt am Wochenende findet meine Party statt. Und ich freue mich so sehr. Ich glaube, auf Instagram habe ich schon 100.000 Mal erwähnt. Ich habe auch dieses Jahr wieder ein Motto, genauso wie in den vergangenen Jahren. Ich liebe Motto-Partys und ich liebe Geburtstage. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich brauche mal irgendwie ein komplett neues Motto, was ich so auch noch nie bei jemandem gesehen habe. Zumindest, ich glaube nicht in Deutschland. Und etwas, wovon ich so ein krasser Fan bin und was ich einfach liebe. Viele, die mich auch schon länger verfolgen, haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass ich dieses Jahr so eine Obsession entwickelt habe. Alles ums Thema Country Style, Western, Texas. Ich war ja auch mit den Mädels in Österreich und da wurde das Ganze nochmal bestärkt. Ich habe seitdem, wirklich seitdem, höre ich so gerne Country Musik. Früher dachte ich immer so, was ist das denn? Aber es beruhigt mich, es macht mir gute Laune, es versetzt mich in so ein richtig nice Mood. Deswegen ist dieses Jahr mein Motto Country Western Style. Also ich habe allen gesagt, sie sollen sich so verkleiden. Ich erwarte Cowboyhüte. Ich erwarte Cowboystiefel. Ich liebe Cowboystiefel. Ich erwarte karierte Hemden, Denim-Looks und alles, was dazu gehört. Also auch so ein bisschen dieses Cowboy-Feeling. Country, Western, Cowboy. Ja, so alles gemischt. Und ich habe natürlich auch einiges dafür geshoppt. Ich habe eine Location gefunden, die perfekt zu meinem Motto passt. Das ist so eine alte, urige Kneipe. Eigentlich ist es so ein Vereinsheim und das passt halt vom Vibe her zu 100% zu meinem Motto. Früher hat man ja immer so als Teenie diese Locations gebucht und dann hat man immer versucht, so diesen alten Charme in so modern zu verwandeln. Wisst ihr, was ich meine? Ich erinnere mich selber noch an meinen 16. Geburtstag. Da hatte ich so ein Vereinsheim gebucht und wollte unbedingt so eine Glamour-Party oder sowas haben, so mit Glitzer. Und da sehr viel dort so in diesem Holz-Style, Holzoptik war, war es halt voll schwer. Aber jetzt ist es einfach so easy peasy, weil dieses Vereinsheim hat schon diesen Western-Style, diesen Touch einfach. Ich habe einfach noch so Essschalen bestellt, die auch zum Motto passen. Dann habe ich eine Torte bestellt, die auch zum Motto passen wird. Es wird so Sandwiches geben mit Pommes. Es wird ganz, ganz viele Snacks geben. Und dann hatte ich die Idee, das habe ich bei Pinterest gesehen, ich wollte so Ponys machen. Also die sollen eigentlich nur Deko sein, aber vielleicht haben meine Gäste damit auch Spaß. Und zwar wollte ich die halt selber basteln aus so einem Stab und dann halt so einen Pferdekopf halt drauf machen. Man hätte die auch schon fertig kaufen können, allerdings gibt es die nie vorrätig. Es sind nur so 5 bis 10 Stück vorrätig, also bei Amazon zumindest. Und das ist zu wenig. Und die sind auch unfassbar teuer und deswegen dachte ich, okay, komm, bastel einfach selber. Und Elena wird mir dabei helfen. Wir werden auch gleich zu ihr fahren und dann das in Angriff nehmen. Ich habe so Bambusstäbe bestellt bei Amazon und halt Pappe, dann so Kulleraugen. Und dann werden wir versuchen, solche Pferde zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Wo man dann einfach so, ja, drauf rumreiten kann. Bleibt einfach dran und ihr werdet wissen, was ich meine. Dann habe ich mir noch was richtig Nices überlegt. Und zwar wollte ich unbedingt, weil ich finde, zu so einer Country, Western, Cowboy Party, whatever, braucht man so ein Bullenreiten. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hätte niemals gedacht, dass es klappen wird, aber es klappt. Und das ist halt so eine Überraschung für meine Gäste, die rechnen damit gar nicht. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. In diesem Vlog werdet ihr jetzt alle Vorbereitungen sehen und natürlich auch die Party an sich. Ihr werdet einfach selber sehen, wir fahren jetzt zu Lena, wir werden alles vorbereiten und dann werdet ihr die Party sehen. Viel Spaß bei diesem Vlog. Ein paar Sekunden später. Friends, ich bin jetzt bei Leni angekommen, wir haben auch schon angefangen. Ich habe eben diese ganzen Pferdeköpfe hier aufgemalt, also Lena hatte eine Schablone. Und so sieht das jetzt gerade hier aus. Jetzt müssen wir nur noch alles ausschneiden und dann an diese Stöcker kleben. Sind die überhaupt lang? Also sind die hier? Ja, die sind drüben. Super. Und die Augen. Ne? Und die Augen. Leute, wir sind jetzt ready. Da sind sie, unsere Pferde. Los geht's! Heppa! Ab in den wilden Westen. Ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Wir haben jetzt auf Mund und Nase verzichtet. Weil kein Bock mehr. Ja. Egal, das wird schon passen. Perfekt.
Nächsten Tag. Hello Party People! Und heute findet meine Geburtstagsfeier statt und wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir schon einiges hier in unserem Auto. Ja, wir haben jetzt 10 Uhr. Um 20 Uhr kommen die ganzen Gäste und wir müssen einiges vorbereiten. Schauen wir mal, was wird. Let's go, was wird? Wir freuen uns. 12 Uhr Mitternachts. Manchmal nur du, manchmal mit jemandem zusammen oder ja, was weiß ich. Ich glaube, okay, ich habe gleich einen Podcast. Gott oder Welt, hallo.